Hey und schön, dass du dabei bist. Heute erstellen wir gemeinsam einen Countdown-Timer in After Effects. Dazu erstellen wir uns erstmal eine neue Komposition. Nennen sie mal um. Als nächstes erstellen wir eine Textebene. Klicken wir das Textwerkzeug an. Schreiben mal Timer. Den Text wollen wir noch ausrichten. Das können wir hier oben machen. Und zwar horizontal und vertikal. Und für diesen Timer brauchen wir einen Effekt. Dazu gehen wir unter Effekte und Vorgaben und geben ein Einstellungen für Schieberegler. Da wird es uns schon angezeigt. Diesen Effekt ziehen wir auf unsere Textebene. Und hier scheint hier die Effekteinstellungen für den Schieberegler. Um das jetzt anzuwenden, brauchen wir eine Expression für unseren Text. Dazu öffnen wir hier unten den Text. Und für die Expression müssen wir den Quelltext öffnen. Und zwar mit gehaltener Alt-Taste und einem Linksklick öffnet sich hier das Fenster für die Expression. Und hier können wir jetzt unseren Quelltext eingeben. Den habe ich für euch in die Beschreibung gepackt. Den könnt ihr einfach kopieren und einfügen. Die erste Zeile, die rundet den Timer auf die nächste ganze Zahl auf. Also wenn der zweite Wert größer als 60 ist, wird er eben auf 0 zurückgesetzt. Die hält halt den Minutenwert auf 0, bis der Schiebereglerwert durch 60 teilbar ist. Wenn eine Zahl kleiner als 10 ist, wird eine 0 davor gesetzt. Und die letzte Zeile zeigt dem Minutenwert einen Doppelpunkt und dann den Sekundenwert. Hier wird uns auch schon der Timer angezeigt. Falls jetzt bei euch ein Error auftritt, kann man das ganz einfach lösen, indem wir hier unter Datei auf Projekteinstellungen gehen. Und hier unter Expression auf den Extend-Skript zugreifen. Der Schieberegler ist jetzt eben in den Effekteinstellungen verstellbar. Und jetzt können wir Keyframes erstellen, um den Timer zu animieren. Da fange ich jetzt mal an, hier am Anfang. In meiner Zeitleiste möchte ich den Schieberegler auf 10 stellen, also 10 Sekunden. Lass mir die Keyframes mit U anzeigen. Jetzt 10 Sekunden nach vorne. Setze wieder einen Keyframe und den Wert auf 0. Jetzt läuft eben der Countdown von 10 Sekunden runter.